Prima. So, moin. Herzlich willkommen hier in Lübeck. Ich freue mich natürlich, dass trotz dieses, der schlechten Wetterprognose doch alle so zahlreich hier erschienen sind. Frage vorab, wer war noch nie auf einem SymCon-Treffen? Das sind doch, sind doch einige. Gut, dann, dann werde ich mich mal vorstellen. Ich bin Michael im Forum Steiner. Da ist der andere Michael, Paresi im Forum. Wir beide sind die Väter von IPSymCon. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf gemeinsame tolle Stunden hier, Gespräche, Gedankenaustausch. Und letztes Jahr hatte ich noch den Witz gemacht, da war nebenan noch die SPD, dass wir jetzt wir hier tauschen und wir hier sind. Ja, so ist es eingetreten, jetzt sind wir hier und die SPD, weiß ich gar nicht, gibt es die noch? Nein. Okay. das Team besteht heute aus Sabrina. Da ist sie. Dann Dr. Nils, da vorne. Pio sehe ich da hinten. Moderator, der Nalshan, ist der da? Da haben wir noch einen Moderator hier übrigens. Mich. Dann haben wir den Tim. Daniel ist da. Unser Elektronikentwickler Felix habe ich schon gesehen, genau. Nachher kommt noch der Torben von der Universität Paderborn, da wird über das aktuellen Stand unseres Forschungsprojekts Iris berichten. Habe ich jemanden vergessen von dem Team? Ja! Sorry. Wir haben einen Auszubildenden, Till, den habe ich deshalb noch nicht so auf dem Schirm, der fängt erst ab August an, aber der ist heute netterweise zu uns gekommen. Wo ist er jetzt eigentlich? Da sitzt er. Okay, gut. Ich hoffe, jetzt habe ich denn alle vorgestellt. Ja, 2008 hatten wir das erste Treffen. Das war damals in Reifenstein, 2011 bei uns im Garten Pfingsten. Da war das Wetter natürlich ein bisschen angenehmer. Und da haben wir auch den Grill angeschmissen. 2015, glaube ich, war in Paderborn das Treffen. Ja, und letztes Jahr, 2018, waren wir alle hier. So schnell vergeht die Zeit und wir haben das nicht gedacht, dass wir das jetzt im Jahresrhythmus machen. Aber der Zuspruch war doch so enorm, dass wir uns entschieden haben, einmal nicht mehr das im 4-5-Jahresrhythmus zu machen, sondern das dieses Jahr zu wiederholen. Ein absolutes Highlight aller Treffen war natürlich die Tassenfrage. Auch die haben wir heute wieder vorbereitet. Diese tolle IPSymCon-Tasse, riecht derjenige, aufgepasst, der weiß, welches Event zwischen letzten Jahr und diesem Jahr stattgefunden hat. Ja. Nein, es war ein Mega-Event. Also Weihnachten ist schon Highlight, ja, aber nein, es war ein Mega-Event. Größer. Nein. Wer? Nee. Also es haben welche mitgemacht bei dem Mega-Event. Wer? Irgendwas hörte ich mit Anrufen. Wie hieß das Event? Ja, wer das auch immer da hinten war, der hat die Tasse gewonnen. So. Also für alle, die es nicht wissen, das war natürlich ein kleiner Gag. Das war das Mega-Vote-Event. Da haben wir das versucht, dieses leidige bisschen lauter. Na, ich brüll doch schon so, ich darf schon. Nee, es ist bisschen. Ich rede einfach weiter. Beim Mega-Vote-Event ging es darum, wir hatten das schon mal gehabt, damals mit DTMF-Tönen, ISDN. Das war damals, was ich vor 10 Jahren Highlighter, konnte man alles per DTMF-Töne schalten. Wer kennt noch die Hobbythek mit dem Jean Pütz? Genau. Ach, ja.
Da gab es ein Projekt, das nannte sich Lallus. Lallus konnte man auch anrufen. Unter Lallus, Spracherkennung gab es da nicht, aber da konnte man auch mit den Tönen halt irgendwelche Relais schalten oder dem Lallus irgendwelche lallenden Sprechausgaben hervorlocken. Ja. Nachher werden Nils und oder Dr. Nils und Parisi, erst glaube ich Parisi ist dran, ein bisschen über neue Funktionen und Visionen berichten, was wir so planen oder aktuell jetzt in der Pipeline haben. Visionen, jetzt muss ich gucken, wo ich jetzt hier die nächste Folie hier starte. Ich drücke da, ja, Pfeiltaste rechts, ja. Ja, lacht nicht, Leute, das ist jetzt, ich muss mal ein bisschen das rummachen. Diese Folie ist über 40 Jahre alt, mindestens 40 Jahre. Da war ich also ein kleiner Bub und hatte schon ein bisschen Versionen. Also damals, wie man sagt, gab es ein Telefon, das hatte eine Wahlscheibe, das kennen viele vielleicht gar nicht mehr. Wenn man ein langes Kabel haben wollte, bei der Post musste man extra für zahlen. Wie viel? 2,50 Mark. Ja, oder ein Wecker, also Wecker war nicht ein Wecker, sondern Wecker hieß ein Klingel. Wenn man auch die extra haben wollte in einem Nebenzimmer, musste man auch dafür bezahlen. Ja, da oben ist sogar ein Tür-Fenster-Kontakt, hatte ich mir schon ausgedacht. Hier ein lichtempfindlicher Widerstand, der irgendwas macht. Da hatte ich einen Postmelder, Herdüberwachung, hier einen Kassettenrekorder zur Aufzeichnung und Ausgabe. Eine Schaltuhr und so weiter und so weiter. Ja, das war damals so meine Vision. Und man sieht so ganz... Okay. Aber so ähnlich ist es jetzt dann doch gekommen. Also diese Push-Notification laufen heute ein bisschen anders ab. Aber Sensorik, Temperatur, Feuchte und so weiter gibt es natürlich heute wie damals. Die Post, die gute alte, gibt es dann natürlich auch in anderer Form, Faktorik. Aber man sieht, so ganz weit entfernt war es damals nicht. Zumindest war aber das Wort Smart Home, konnte man sich gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, als wir unser erstes Fax bekommen hatten, das kam nicht ins Haus, sondern man musste in die Post, in den nächsten Ort fahren und das dort ausdrucken lassen. Ja, das war so ein bisschen Spaß für die Version 01. Und mit diesen Versionen will ich jetzt zurück in die Zukunft sagen, zurück in die Zukunft und ja, Parisi, das Wort bitten, das mal ein bisschen ernsthaft weiterzumachen. Ich stehe allen nachher zur Verfügung. Ich habe also das Glück, heute nicht mehr hier stehen zu dürfen, zu müssen. Und freue mich auf das Gespräch, weil schon der Sepp, mit dem habe ich kurz eben gesprochen, der kommt aus München. Wer mich dann, einfach greifen mich, wer ist dann weiter als München angekommen von euch? Haben wir einen weiteren? Ja? Hält genug? Okay. Gut. Also, auf jeden Fall freue ich mich auf angenehme Gespräche. Und jetzt, wie gesagt, Parisi, komm. So, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir machen weiter einen großen Sprung von 01 auf etwas weiter in die Zukunft, wobei noch nicht allzu weit. Wir wollen noch ein klein wenig bei der 5.0 bleiben. Die haben wir ja letztes Jahr angekündigt. Wir haben die auch letztes Jahr entsprechend im August rausgebracht. Und seitdem haben wir dort einiges rangebaut. Also eins der Features, die jetzt zur 5.0 extra rauskam, wo wir sehr viel Zeit reingesteckt haben, ist die webbasierte Konsole gewesen, die unserer Meinung nach die Konfiguration revolutioniert, weil sie wirklich plattformübergreifend geht, weil es von überall möglich ist, sei es irgendwie ein Tablet, wenn man unterwegs ist. Man kann doch mal schnell drauf gucken, man kann schnell was nachjustieren. Es ist einfach möglicher und einfacher, als es vorher war. Wir haben dort nicht aufgehört, wir haben auch noch ein bisschen
drüber hinaus nachgedacht und gesagt, Mensch, was könnte jemand brauchen, der gerade frisch einsteigt? Ich habe auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, die frisch eingestiegen sind mit IPSyncon. Ich komme nachher nochmal auf euch zu und frage, ob ihr das genutzt habt, das Tutorial, denn das soll den Einstieg erleichtern. Ich weiß nicht, wer hat es von euch gesehen, von den alten Hasen? Habt es jemand schon ausprobiert? Noch nicht so viel, ja. Vielleicht, der die Changelogs gelesen hat, hat es gesehen. Also, wenn ihr ganz frisch startet, dann kommt dieses Tutorial. Es bietet euch so die ersten Schritte an. Es sagt, Mensch, öffnet mal den Objektbaum. Klickt mal auf das Plus, wo man die Geräte hinzufügen kann. Ihr wisst, es heißt Instanzen, die Laien wissen es nicht. Und wir guiden die Leute ein bisschen durch, dass sie auf das richtige, auf die richtigen Stellen klicken, um einen Konfigurator zu erstellen und dann das Gerät zu erstellen und dann in der Visualisierung am Ende wirklich schnell schalten zu können. Ja, also auch für die Beginner, das sind jetzt nicht unbedingt ihr, aber die neuen Leute, die dazukommen, die sollen es einfach haben und sehen, wenn man weiß wie, ist SyncCon auch gerne mal einfach. Wir haben die Assistenzsysteme hinzugefügt, Alexa und von Google den Assistant. Auch dort als PHP-Module haben wir die Möglichkeit, außerhalb von den ganz normalen Releases von IPSyncCon Updates rauszubringen. Da haben wir also dran weitergearbeitet und haben euch neue Funktionen hinzugefügt. Es gibt generische Schalter, es gibt Lautsprecher bei Alexa, Thermostaten haben wir bei Google Assistant hinzugefügt. Das heißt, auch da sind wir immer dabei und bestrebt, sobald die großen Hersteller dort was Neues hinzufügen, dass wir am Puls der Zeit sind und außerhalb der Reihe auch die Funktionen nachpflegen. Was ist sonst noch so geschehen? Auf Social Media, wie das so schön heißt heutzutage, sind wir ein bisschen aktiver. Wir hatten früher Videos in der Dokumentation, die haben, glaube ich, nicht so viele gefunden. Zumindest haben wir jetzt einige davon in YouTube draufgestellt. Auch das alte Video für das Webfront, das eins uns der meistgeschauten Videos ist, also das hat wirklich keiner gefunden in der Doku. Seitdem es auf YouTube ist, finden die Leute das. Dort gibt es eine ganze Kollektion an Einrichtungsvideos, an Videos, Tipps und Tricks, wie man SyncCon nutzen kann, wie man irgendwie ein Backup erstellt, wie man eine Lizenz einspielt. Das heißt, guckt auch gerne dort mal, was es gibt, ob es euch hilft. Und wenn ihr Ideen habt oder wenn euch Dinge fehlen, könnt ihr auch gerne auf uns zukommen. Pio an der Bar zum Beispiel, der ist da federführend tätig. Den könnt ihr euch schnappen, gerne darüber reden, wenn ihr dort noch Verbesserungsvorschläge habt. Kommen wir nun zu den neuen Dingen. 5.1. Bringen wir dieses Jahr. Die ersten Beta-Versionen werden, und ich glaube, das ist eure wichtigste Frage, in den nächsten und kommenden Wochen starten. Das heißt, dann könnt ihr loslegen, könnt es euch ausprobieren. Und was Neues kommt, das möchte ich euch jetzt erzählen. Wir fangen an. Eine neue PHP-Version. Die PHP Group bringt jedes Jahr eine neue Version raus. Auf die können wir entsprechend auch setzen und wollen das auch tun. Somit die 7.3 ist seit Dezember verfügbar. Die binden wir jetzt in die 5.1 mit ein und da sind wieder neue Features drin, Performance, was auch immer damit dabei ist, ihr könnt es nutzen, das heißt, was auch immer für extra Module kommen, ihr seid damit gut gerüstet. Eine weitere Funktion, die wir jetzt nochmal bewerben möchten, die schon seit der 7.2 da ist, ist der Opcache. Das ist eine Funktion, die Skripte nimmt und wenn die ausgeführt werden, behalten wir die im RAM und können sie dann schneller nochmal ausführen. Das ist entsprechend für die Latenz super und es ist einfach effizienter. Könnt ihr nachschauen in den Spezialschalen, da kann man sie aktivieren. Da steht auch nochmal, was das Tolles ist. Kommen wir nun zum Webfront. Das Webfront ist schon seit einer ganzen Weile da und wer vielleicht mal im technischen Hintergrund geschaut hat, wie das funktioniert, es fragt jede Sekunde ab, ob es was Neues gibt. Und wenn es was Neues gibt, zeigen wir das an. Das macht es jede Sekunde und das bedeutet, im Zweifelsfalle dauert es eine Sekunde, bis sich der Status im Webfront geändert hat. Das heißt, ihr drückt auf die Lampe und dann dauert es aber eine Sekunde, bis das Webfront es anzeigt. Das ändert sich zur 5.1. Wir wechseln nämlich das Verfahren auf die WebSockets. Die WebSockets verbinden oder haben einen direkten Kanal zu SyncCon. Der Browser ist also direkt mit SyncCon verbunden und SyncCon kann an den Browser und somit also an das Webfront Änderungen sofort rausschicken und somit habt ihr auch sofort das Feedback, wenn eine Lampe geschaltet ist, im Webfront drin. Ist auch für die Performance gut, also belastet das System weniger. Bleiben wir beim Webfront. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben den Stift gleich beim ersten Mal gefunden? Wie viele haben ihn noch gar nicht gefunden und wussten gar nicht, dass es ihn gibt? Wie viele Leute haben vielleicht das Video gesehen oder in der Doku gewühlt, bis sie den Stift gefunden haben? Der war nicht ganz intuitiv. Haben wir jetzt auch eingesehen, wir machen es anders, wir machen es besser, der Stift kommt weg. Wir werden
einen ganz simplen Button direkt im Konfigurator, wo ihr eigentlich seid. Ihr seid also am Konfigurieren und der logische Schritt ist, den Konfigurationsknopf direkt in die Konfiguration mit reinzuziehen. Es gibt also diesen Button, wo ihr drauf drücken könnt und dann öffnet sich der Editor direkt im Editiermodus und dann könnt ihr dort entsprechend arbeiten. Wer den Editor noch genutzt hat, weiß, es gab so eine Option, Editor aktivieren. Wie viele Leute haben die vergessen auszumachen? Also irgendwo in der Dokumentation aus der Sicherheitsseite steht immer deaktivieren. Das ist sonst unter Umständen ein Sicherheitsproblem, wenn man den aktiv lässt und wenn Leute Zugriff darauf haben, ja, weil sie ja Sachen editieren können. Auch diesen lassen wir entsprechend wegfallen. Der ist dann nämlich gar nicht mehr notwendig. Der Stift ist weg, ein Knopfdruck, ihr seid drin und es ist so gesehen von Haus aus abgesichert. Wo wir bei der Verwaltungskonsole sind, ich habe ja schon einmal eben vorhin ein bisschen Werbung dafür gemacht. Ich möchte auch weiterhin dafür werben. Das Feedback, was von euch zurückkam, super, aber die andere ist ein bisschen schneller. Da arbeiten wir jetzt dran und wir haben angefangen und wir haben schon mal den ersten Stein für die 5.1 gelegt. Der Objektbaum, den haben wir komplett überarbeitet, was das angeht und der ist jetzt wirklich mindestens Faktor 8 schneller an unseren Benchmarks. Wenn wir also 1000 Objekte unterhalb einer Kategorie aufklappen, dauert es 500 Millisekunden und wenn es weniger wird, ist es wesentlich weniger. Also ihr solltet dort keine Lags mehr sehen, es sollte wirklich immer funktionieren. Ob der Objektbaum neue Objekte erstellt, löscht, was auch immer er tut, sollte super easy und einwandfrei funktionieren. Falls nicht, kommt auf uns zu, wir fixen das Problem. Wir wissen, das ist das Tool, was ihr viel nutzt, was ihr jeden Tag nutzt und jede Millisekunde zählt. Das wissen wir, wir wollen, dass es wirklich einwandfrei läuft und das wird unsere Top-Priorität sein. Kommen wir zur Hardware. Das ist eine CCU3, die ist seit letztem Jahr verfügbar. Damit einhergehend auch eine neue Firmware, die ELV oder EQ3 rausgebracht hat. Die unterstützt SSL-Verschlüsselung und unterstützt auch Authentifizierung, also dass ihr ein Kennwort und einen Benutzernamen setzen könnt zur sicheren Kommunikation. Auch das ist zur 5.1 möglich. Eine weitere Funktion, die ihr euch wahrscheinlich alle gewünscht habt, die Homematic nutzen, wenn ihr den Konfigurator öffnet, standen immer nur so kryptische Buchstaben, Zeilen und Namen. Auch das ändert sich mit der 5.1. Wir lesen direkt die Gerätenamen aus und die Raumnamen aus, dass die im Konfigurator sichtbar sind. Und wenn ihr die Instanzen erstellt, sind die auch entsprechend mit den Namen im Objektbaum drin und es ist wesentlich komfortabler. Weiter geht's mit dem Archiv. Auch dort habt ihr euch gewünscht, dass ihr Daten hinzufügen könnt, sei es, weil ihr Daten habt vor eurer SymCon-Nutzungsära oder weil Daten einfach irgendwie falsch gewesen sind, die ihr rausgelöscht habt. Ihr wollt nachträglich etwas hinzufügen. Das wird mit der neuen Version möglich sein. Entweder Einzeldatensätze oder wenn ihr irgendwie in Excel die Datensätze aufbereitet, könnt ihr als CSV-Datei diese auch im Batch direkt importieren. Wir unterstützen eine ganze Menge an unterschiedlichen Formaten, die dokumentiert sind. Könnt ihr also einfach reinschieben und es ist da. Eine Funktion, auf die ich mich ganz besonders freue, das sind die RTSP-Streams. Bisher war es so, dass man nur MJPEG-Livestreams in das Webfront reinkriegen konnte. Das hatte so einiges an Nachteilen. Mittlerweile sind die Browser, was die Unterstützung angeht, eher schlecht. Die bleiben stecken. Die unterstützen mittlerweile, ich glaube, im Chrome keine Benutzername und Passwortauthentifizierung mehr. Also ich glaube, nur noch im Firefox läuft es halbwegs gut. Das möchten wir, oder da haben wir zur 5.1 gelöst, indem wir die RTSP-Streams einbinden können. Und zwar funktioniert es wie folgt, dass IP-SymCon das Gateway an der Stelle darstellt. Das heißt, sobald das erste Webfront sich an SymCon verbindet und sagt, hey, ich möchte einen Livestream anzeigen, verbindet sich SymCon auf die Kamera und ist an der Stelle das Gateway und wandelt diesen Stream so um, dass es entsprechend so ein HTML5-kompatibles Element, die es entsprechend anzeigen kann. Das heißt, ihr seht dann im Webbrowser oder in der App entsprechend das Live-Bild. Der Vorteil an der Stelle ist, dass es über SymCon läuft, gibt zwei. Es ist immer nur ein Stream gleichzeitig auf der Kamera offen. Das heißt, ihr habt viele Streams, die SymCon handelt, aber es ist nur eine Verbindung zur Kamera offen. Was praktisch ist, was so diese Low-End-Kameras angeht, die können manchmal nur ein bis zwei Streams und danach ist Feierabend. Das Problem nimmt SymCon an der Stelle ab, weil es so gesehen das Heavy Lifting macht. Der zweite Vorteil ist, es funktioniert über SymCon Connect, weil als Proxy-Mechanismus dient SymCon. Ihr müsst also nicht mehr irgendwelches Port-Forwarding für die MJPEG-Streams machen, sondern es läuft über SymCon, dort werden die Daten rausgehandelt. Die Authentifizierung läuft komplett dadurch, es ist also sicher, es ist direkt im Webfront drin. Die Sache ist fertig.
Einziger Haken, es startet fürs Erste nur für Chrome, Firefox, Opera, Edge und Android inklusive der Apps. iOS und Safari brauchen noch ein wenig mehr Arbeit und das werden wir in etwas späteren Versionen dann noch mit anbieten. An der Stelle noch ein bisschen Werbung für unseren SymCon Connect-Dienst. Er ist jetzt mittlerweile ein essentieller Teil von SymCon und wird für eine ganze Menge Funktionen genutzt. Wir freuen uns, dass der so reibungslos funktioniert. Ja, also ihr seht so die Downtime an der Service-Seite. Bei 6 Minuten sind wir super glücklich. Das ist gerade so die Wartungsfenster, die wir gebraucht haben, um einfach mal Updates schnell einzuspielen für den Dienst. Wir wollen auch weiterhin, dass das so bleibt und haben für die 5.1 einiges noch dran umgebaut und verbessert, sodass es auch mit den etwas höheren Datenraten, die so ein Livestream mit sich bringt, gut funktioniert. Bisher hat man ja nur ein Webfront geöffnet oder mal Alexa oder Google Assistant darüber genutzt, das ist verhältnismäßig wenig. Wenn dann jetzt aber mal ein Stream dazukommt mit ein bisschen Bildmaterial, da passiert dann doch ein bisschen mehr. Dafür ist es jetzt, wie gesagt, nochmal umgebaut, optimiert und auch für die Leute, die DS Lite mit Unity Media nutzen, da gab es ein bisschen Ärger. Auch die Probleme sind raus, also das läuft auch an der Stelle dann ohne zeitweilige Abbrüche. Weiter geht's zu Z-Wave. Und zwar wollen wir auch dort einiges umbauen. Bisher ist die aktuelle Implementation seit IPSymCon 2.1 unverändert. Wir packen immer neue Features on top drauf und Z-Wave ist sehr stark gewachsen, was so die Kommandoklassen angeht, was die unterstützten Geräte angeht, auch wie sie miteinander interagieren. Da wollen wir jetzt einmal umbauen, einmal vernünftig umbauen, das Ganze mal richtig restrukturieren, auf eine richtig neue Plattform bringen. Das werden wir zur Version 5.1 machen, da sind wir gerade noch dran. Es kann also sein, dass es für die ersten Betas noch nicht mit dabei sein wird, aber auf jeden Fall sind wir für die 5.1 dran, dass da einiges Neues kommen wird und dass es wesentlich besser wird. Das war der SymCon-Teil. Jetzt kommen die Apps. Auch dort haben wir einiges für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich starten mit Skins für die Apps. Aktuell kennt ihr ja Lightskin, Darkskin für das Webfront. Da habt ihr ja einige Möglichkeiten. Wir werden also alle beiden Skins auch für die Apps anbieten. Das heißt, ihr habt den Lightskin und den Darkskin, sodass ihr, wenn ihr diese im Webfront nutzt, auch entsprechend auf der App matchen und einstellen könnt. Gibt es natürlich auch für Android und nicht nur für iOS. Ein weiteres ziemlich cooles Feature für iOS werden die iOS-Kurzbefehle sein. Wer hat die schon mal genutzt auf seinem Apple-Telefon? Ein paar Leute, okay. Ich hole also noch mal kurz aus. Ihr könnt mit den Kurzbefehlen auf iOS-Geräten beliebige Aktionen ausführen und dann eine entsprechende Variante aufnehmen, das heißt, ihr könnt irgendetwas sagen, wie irgendwie Kaffeemaschine an und Siri versteht das an der Stelle und führt eine Aktion aus. Das verknüpfen wir jetzt mit IPSymCon und ich gehe mal kurz über die einzelnen Bilder durch. Ihr seht auf dem ersten Bild, ihr könnt irgendeine Variable rüberswipen, wie ihr es vielleicht von den Schnellzugriffen schon kennt und dann auswählen, was soll passieren, wenn dieser Kurzbefehl gestartet wird. Ihr habt die Möglichkeit, entweder Variable anzeigen, das heißt, geh in die App, zeig an und dann kann ich selber schalten. Das ist, was ihr von den Schnellzugriffen bisher kennt. Oder ihr könnt den aktuell ausgewählten Wert danach speichern und dann hinterher wieder ausführen oder eins der Presets wählen. Bei den Presets ist es so, dass wenn ihr die hinterher ändert, werden halt die Presets so, wie ihr sie geändert und abgespeichert habt, gestartet. Wenn ihr eins davon auswählt, dem Ganzen einen Namen gebt und das dann, wie gesagt, abspeichert, ist es in der Kurzbefehl-App vorhanden. Das seht ihr da unten. Davon kann man eine ganze Menge hinzufügen. Es ist, irgendwie, ich glaube, bei paar und 30 Stück limitiert. Mehr erlaubt Apple an der Stelle leider nicht. Die könnt ihr dann auswählen und in eure Kurzbefehle hinzufügen. In einem dieser Kurzbefehle können mehrere Aktionen auch von SymCon sein, die hintereinander weg dann ausgeführt werden. Das heißt, da könnt ihr auch mehr oder weniger Szenen mit realisieren. Letzter Step ist dann, den Sprachbefehl aufzunehmen, der dann triggern soll. Und dann wird das Ganze entsprechend ausgeführt über Siri. Wir haben noch ein paar kleinere Funktionen eingebaut in die Apps. Die meisten davon sind nachgezogen von dem Webfront, was das Webfront zum Beispiel unterstützt hat. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch wissen, dass man namenlose Links erstellen kann. Das heißt, man erstellt einen Link, der Name ist aber komplett leer und dann wird der Name von dem Zielobjekt entsprechend geerbt, also von der Verknüpfung.
was einem die Einrichtung bei vielen Sachen vereinfacht, wenn man vorher schon gute Namen gesetzt hat. Das unterstützen jetzt auch die Apps. Ebenfalls automatische Aktualisierung, das ist dass im Webfront die Objekte automatisch erscheinen oder wenn Profile geändert werden, dass das sich immer automatisch aktualisiert. In dem Moment, wo ihr das im System macht, in der App wird es nachgezogen, ohne dass ihr die App verlassen müsst oder dass ihr halt in die Kategorien hin und her schwenken müsst, was bisher notwendig war. Unten noch den Schnellzugriff, auf den möchte ich eingehen, den haben wir auch noch für die iOS-App aktuell erweitert, so wie es für die Kurzbefehle ist. Das heißt, ihr könnt beim Schnellzugriff auch auswählen, soll der aktuelle Wert mit abgespeichert werden oder einer der Presets. Das heißt, ihr könnt über den Schnellzugriff direkt einen Wert setzen und springt nicht erst in die App, sondern die Aktion wird direkt ausgeführt. Kommen wir nun zu einem Thema, auf das ich mich ganz besonders freue. Das ist die Homepage. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, die letztes Jahr da waren. Dort hatten wir noch andere Folien. Dieses Jahr die Folien sind in unserem Symcon Blau entsprechend eingefärbt. Und wir haben so ein Gitter im Hintergrund. Das ist der Stil der neuen Homepage. Wir haben hart daran gearbeitet, das Ganze frischer und moderner und größer zu gestalten. Und wir werden im Laufe des heutigen Tages die auch online stellen. Und so wird die dann entsprechend aussehen. Aber ich will auch nicht allzu sehr darauf eingehen, sondern probiert es einfach dann heute Abend oder probiert es morgen einfach mal aus. Ich glaube, das muss man mal einfach gesehen und ausprobiert haben. Auch das Forum haben wir entsprechend angepasst. Auf zwei kleine Dinge möchte ich jedoch eingehen. Oben rechts gibt es neben der Suche, die ja alle natürlich sehr viel nutzt, zwei weitere Icons. Und zwar gibt es noch einen Shortcut zur Dokumentation. Da könnt ihr direkt drauf drücken und seid in der Doku drin. Ich denke, die meisten von euch nutzen die viel, da steht ja alles drin. Und daneben ist die neue Accountverwaltung. In der Accountverwaltung wird als allererstes die Lizenzverwaltung rüber migrieren. Und die wird dann nicht mehr im Forum sein, sondern wird direkt in einer Accountverwaltung drin sein. Das ist für viele irgendwie der logischere Schritt. Also einige verstehen nicht, warum muss man sich in der Community anmelden, um hinterher die Lizenzen zu verwalten. Deswegen, wir ziehen das raus, machen halt eine separate Accountverwaltung. Und eins der besonderen Features davon ist, dass ihr eure Lizenz euch zusenden lassen könnt. Wenn ihr die also verbummelt mal, dann kann man sich einloggen und mit der E-Mail-Adresse entsprechend draufdrücken. Und dann kommt die zu euch per Mail. Im Zuge dessen gibt es auch eine Demo-Version. Ich vermute, ihr habt hier alle eine Lizenz, somit für euch nicht ganz so spannend, aber wenn ihr mal Freunde dazu überzeugen wollt, Symcon auszuprobieren, bieten wir ab sofort eine 30-Tage-Demo-Version mit allen Funktionen der Professional-Version an, inklusive Symcon Connect. Das heißt, auch wenn es um den Assistant geht oder um die Alexa geht, die können dann eingebunden werden oder halt demnächst die Streams, die über den Connect laufen. Man kann das alles einfach mal komplett ausprobieren und ist nicht mehr so beschränkt wie mit der aktuellen Demo-Variante, die wir angeboten haben. So, kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der. Und dafür möchte ich gerne Nils nach vorne bitten. Ja, herzlichen Dank, Michael. Genau, wenn ihr euch diese schönen Icons, die jetzt da an der Wand so sind, anschaut, dann kommen sie vielleicht dem einen oder anderen ja bekannt vor. Diese Icons, wie sie da sind, oder fast so, wie sie da sind, seht ihr, wenn ihr die webbasierte Konsole aufmacht und mal in der Ecke oben rechts schaut. Und ich sag mal, der das erkannt hat, dem ist auch sicherlich so ein kleiner Unterschied, auf jeden Fall so ein Korb, der da mit dabei ist. Ich möchte ein kleines bisschen ausholen. Ich hatte gerade eben mit einem von euch ein Gespräch und es fing an mit, weißt du, wenn ich mir eine Sache heute wünschen dürfte, so als neues Feature, dann wäre das eine Modulverwaltung. Das wäre voll super, so dass man alles unter einer Hand hat und darauf zugreifen kann, wäre voll super. Ich hoffe, mein Pokerface hat in diesem Moment gehalten. Denn genau das möchten wir euch mit diesem Module Store vorstellen, der dann auch zur 5.1 kommen soll. Genau, was es da genau mit auf sich hat, das stelle ich euch alles gleich gerne in der Demo-Session vor. Ich möchte euch hier nur so ein bisschen heiß machen. Von daher sind wir auch schon an dieser Stelle durch. Und ich bedanke mich einfach für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr hier seid.